Stellen Sie sich vor, ein unsichtbarer Feind hätte unseren Planeten im Griff. Winzig klein, aber allgegenwärtig. Dieser Feind ist so winzig, dass er oft unbemerkt bleibt, aber seine Auswirkungen sind enorm. In den Tiefen der Ozeane, in der eisigen Arktis, sogar in unserem eigenen Körper. Überall finden sich Spuren dieses unsichtbaren Eindringlings. Dieser Feind ist real, es ist Mikroplastik. Es ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Tier. Winzige Plastikteilchen, kleiner als 5 mm. Diese Partikel sind so klein, dass sie leicht übersehen werden können. So klein, dass sie mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Doch ihre Präsenz ist überall spürbar. Und doch sind sie überall. In der Luft, die wir atmen, im Wasser, das wir trinken und in der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Mikroplastik entsteht aus größeren Plastikteilen, die in der Umwelt zerfallen. Diese Zersetzung ist ein langsamer Prozess. Ein Prozess, der Jahrzehnte dauert. Während dieser Zeit zerfallen die Plastikteile in immer kleinere Teilchen. Wind und Wetter zersetzen den Plastikmüll in immer kleinere Fragmente. Diese Fragmente werden dann von Tieren aufgenommen und gelangen so in die Nahrungskette. Aber Mikroplastik entsteht auch direkt bei der Herstellung, beispielsweise in Kosmetikartikeln oder Kleidung. Diese winzigen Partikel werden oft absichtlich hinzugefügt. Über das Abwasser und Flüsse gelangt es ins Meer und von dort aus in alle Welt. Die Verbreitung von Mikroplastik kennt keine Grenzen und betrifft jedes Ökosystem auf unserem Planeten. Tag für Tag produzieren wir unvorstellbare Mengen an Plastikmüll. Jede Minute werden Millionen von Plastiktüten, Flaschen und Verpackungen weggeworfen. Ein Großteil davon landet in der Umwelt. Diese Abfälle verschmutzen unsere Flüsse, Seen und Ozeane und bedrohen die Tierwelt. Plastik ist nicht biologisch abbaubar. Es verrottet nicht, sondern zerfällt in immer kleinere Teile Mikroplastik. Diese winzigen Partikel sind überall zu finden, von den höchsten Bergen bis zu den tiefsten Meeren. Ob Plastiktüten, Flaschen oder Verpackungen, alles, was nicht recycelt wird, kann zu Mikroplastik werden. Diese kleinen Teile sind schwer zu entfernen und können leicht in die Nahrungskette gelangen. Dieser Prozess beginnt häufig auf Mülldeponien. Dort wird der Plastikmüll durch Sonneneinstrahlung, Wind und Regen zerkleinert. Die Elemente tragen dazu bei, dass das Plastik in immer kleinere Stücke zerfällt. Auch in Flüssen und Meeren wird Plastikmüll durch die Kraft des Wassers zerrieben. Die Strömungen und Wellen wirken wie eine natürliche Mühle, die das Plastik zerkleinert. Wellen schleifen Plastikteile an Steinen und zermahlen sie zu winzigen Partikeln. Diese Partikel sind so klein, dass sie oft mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Dieser Prozess zieht sich über Jahrzehnte hin. Plastik, das heute weggeworfen wird, kann noch in vielen Jahren in der Umwelt vorhanden sein. Das bedeutet, dass das Mikroplastik, das wir heute finden, oft schon vor langer Zeit in die Umwelt gelangt ist. Es ist ein ständiger Kreislauf der Verschmutzung, der nur schwer zu durchbrechen ist. Die Arktis, das Reich aus Eis und Schnee, scheint unendlich weit von unserer Zivilisation entfernt. Doch selbst hier, in dieser unberührten Natur, stoßen Forscher auf Mikroplastik. Der Wind trägt den feinen Plastikstaub über Tausende von Kilometern. In der Arktis fällt er mit dem Schnee zu Boden und sammelt sich im Eis. Wissenschaftler finden Mikroplastik im Schnee, im Eis und im Meerwasser der Arktis. Sogar in den Körpern von Eisbären und Robben wurden die winzigen Plastikteilchen nachgewiesen. Die Arktis ist ein Mahnmal. Sie zeigt uns, dass Mikroplastik ein globales Problem ist, das vor keinen Grenzen Halt macht. Der Marianengraben, der tiefste Punkt unseres Planeten, liegt fast 11 Kilometer unter der Meeresoberfläche. Diese gewaltige Tiefe ist kaum vorstellbar und stellt eine der extremsten Umgebungen auf der Erde dar. Es ist ein Ort ewiger Finsternis und extremen Drucks. Doch selbst hier, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, haben Forscher Mikroplastik entdeckt. Ein Beweis dafür, dass die winzigen Plastikpartikel in alle Bereiche der Ozeane vordringen. Diese winzigen Partikel sind das Ergebnis von Zersetzungsprozessen größerer Plastikabfälle, die durch Strömungen und Wellen in die Tiefen getragen werden.
Mikroplastik sinkt zum Meeresboden und lagert sich in Sedimenten ab. Diese Sedimente werden zu einem ungewollten Archiv menschlicher Verschmutzung. Dort wird es von Tiefseetieren aufgenommen, die den Plastikstaub für Nahrung halten. Die Folgen sind fatal. Mikroplastik kann den Verdauungstrakt der Tiere verstopfen und sie langsam vergiften. Diese Tiere sind oft wichtige Bestandteile des marinen Ökosystems. Mikroplastik kann den Verdauungstrakt der Tiere verstopfen und sie langsam vergiften. Der Marianengraben zeigt uns, dass es keinen Ort auf der Erde gibt, der vor Mikroplastik sicher ist. Selbst die entlegensten und tiefsten Teile unserer Ozeane sind betroffen. Diese Erkenntnis unterstreicht die Dringlichkeit, unsere Plastikverschmutzung zu reduzieren und nachhaltigere Alternativen zu finden, um die Gesundheit unserer Meere zu schützen. Mikroplastik ist ein echter Weltenbummler. Es wird vom Wind über Kontinente getragen, von Flüssen ins Meer gespült und von Meeresströmungen rund um den Globus verteilt. Die Verbreitung von Mikroplastik ist komplex. Sie hängt von Faktoren wie der Größe und Form der Partikel, der Windstärke und den Meeresströmungen ab. Einmal in der Umwelt kann Mikroplastik über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg bestehen bleiben. Es ist nahezu unzerstörbar. Doch Mikroplastik reist nicht nur durch die Umwelt. Es gelangt auch in unsere Nahrungskette. Mikroplastik ist nicht nur im Meer und in der Arktis ein Problem. Es hat auch Einzug in unsere Nahrungskette gehalten. Studien haben Mikroplastik in Fisch- und Meeresfrüchten nachgewiesen. Die Tiere nehmen die winzigen Plastikteilchen mit der Nahrung auf. Auch in Salz, Honig und Bier wurden bereits Mikroplastikpartikel gefunden. Sie gelangen wahrscheinlich über die Luft, das Wasser oder den Herstellungsprozess in unsere Lebensmittel. Die Folgen für unsere Gesundheit sind noch nicht vollständig geklärt. Doch es besteht Grund zur Beunruhigung. Mikroplastik kann Schadstoffe binden und transportieren. Es ist denkbar, dass diese Schadstoffe über die Nahrung in unseren Körper gelangen und unsere Gesundheit gefährden. Welche Auswirkungen hat Mikroplastik auf unsere Gesundheit? Diese Frage beschäftigt Wissenschaftler weltweit. Noch ist vieles unerforscht. Es gibt Hinweise darauf, dass Mikroplastik Entzündungen im Körper auslösen und das Immunsystem schwächen kann. Außerdem könnten die winzigen Plastikpartikel Schadstoffe binden und in unseren Körper transportieren. Diese Schadstoffe könnten sich in Organen anreichern und langfristig zu Krankheiten führen. Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass Mikroplastik bereits im menschlichen Blut und in der Muttermilch nachgewiesen wurde. Es ist noch unklar, welche Folgen dies für unsere Gesundheit hat. Fest steht jedoch: Mikroplastik ist ein Gesundheitsrisiko, das wir ernst nehmen müssen. Mikroplastik ist nicht nur eine Gefahr für unsere Gesundheit, sondern auch für die Umwelt. Es bedroht Ökosysteme auf der ganzen Welt. Meerestiere wie Fische, Wale und Seevögel verwechseln Mikroplastik mit Nahrung. Die Folgen sind fatal. Die Tiere verhungern mit vollem Magen, weil der Plastikmüll ihren Verdauungstrakt verstopft. Auch Korallenriffe, die artenreichsten Lebensräume der Meere, leiden unter Mikroplastik. Die winzigen Plastikteilchen können die empfindlichen Korallenpolypen schädigen und ihr Wachstum hemmen. Mikroplastik ist eine tickende Zeitbombe für unsere Umwelt. Es ist ein globales Problem, das wir gemeinsam lösen müssen. Die Bilder von Plastikmüll in den Meeren und von Mikroplastik in unserer Nahrung sind alarmierend. Doch es gibt auch Hoffnung. Wir können die Plastikflut stoppen. Aber dazu müssen wir schnell und entschlossen handeln. Ein wichtiger Schritt ist es, den Plastikverbrauch zu reduzieren. Wir müssen weg von der Wegwerfgesellschaft und hin zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die Industrie muss umweltfreundliche Alternativen zu Plastik entwickeln und einsetzen. Und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, Plastikmüll zu vermeiden und richtig zu entsorgen. Die Verantwortung für die Lösung des Mikroplastikproblems liegt nicht nur bei der Politik und der Industrie. Jeder Einzelne kann etwas bewirken. Verwenden Sie Mehrwegprodukte statt Einwegplastik. Kaufen Sie unverpackte Lebensmittel und vermeiden Sie Produkte mit unnötiger Plastikverpackung. Entsorgen Sie Plastikmüll immer richtig. Achten Sie beim Kauf von Kosmetik und Kleidung auf mikroplastikfreie Alternativen.
Engagieren Sie sich in Ihrer Gemeinde, in Umweltorganisationen oder starten Sie eigene Initiativen. Jedes Stück Plastik, das nicht in der Umwelt landet, zählt. Mikroplastik ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Es ist ein globales Problem, das uns alle betrifft. Doch es ist nicht zu spät, um zu handeln. Wenn wir jetzt handeln, können wir die Plastikflut stoppen und unsere Umwelt schützen. Es liegt in unserer Hand, ob wir unseren Kindern und Enkelkindern einen Planeten hinterlassen, der auch morgen noch lebenswert ist. In diesem Sinne bleibt neugierig, meine Naturfreunde, bis zum nächsten Video.